In der zweiten Aufgabe gibt es drei verschiedene Teile, die alle relativ wenig miteinander zu tun haben und jeder ist auch relativ kurz und deswegen der Titel Vermischte Übungen. 2.1, da geht es um Logarithmen, wie man sieht. Als erstes soll ausgerechnet, also soll jedes Mal x ausgerechnet werden. In A und B steht x eigentlich schon da und ich muss nur vereinfachen. In Aufgabe C und D muss x tatsächlich auch ausgerechnet werden. Also in Aufgabe A fange ich mal an. Das ist ja gleich Logarithmus a zur Basis Wurzel a und das ist nach Definition ln a durch ln Wurzel a und das ist gleich ln a dividiert durch ein halb ln a und das ist gleich 2. Das ist die erste Aufgabe. Zweite Aufgabe, ln a zur Basis ab plus ln b zur Basis ab. Das ist gleich ln a durch ln ab plus ln b durch ln ab. Und das ist gleich ln a dividiert durch ln a plus ln b plus ln b dividiert durch ln a. Plus LNB. Kann man es noch lesen? Naja, so knapp. Ich verschiebe es ein bisschen, dann können Sie es ein bisschen besser sehen. Zum Glück. Ah. So ist es, glaube ich, besser. Und das ist dann gleich, wenn man das auf einen Bruch bringt, ist dann gleich 1. Gut. Die dritte Aufgabe ist Logarithmus zur Basis 2 von Logarithmus zur Basis 2 von x soll gleich 3 sein. Dieses innere Ding, das nenne ich mal erstmal y, denn die Aufgabe kann ich ja in zwei Schritten lösen. Wenn dann folgt nämlich, dass Logarithmus von y zur Basis 2 gleich 3. Und daraus folgt, dass dieser innere Teil der Klammer, das y, ist also gleich 8. Upsala, jetzt bin ich ein bisschen verrutscht. Y gleich 8. Und daraus folgt, ln x zur Basis 2 ist gleich 8 und daraus folgt, x ist gleich 2 hoch 8. Und wie viel ist 2 hoch 8? Naja, 2 hoch 4 ist ja gleich 16 und 2 hoch 8 ist also 16 zum Quadrat. Das sind 256, 256. Gut, letzte Aufgabe. Logarithmus von a hoch n zur Basis x ist gleich 2 hoch n. Schreibe ich erstmal um. Das gilt also Logarithmus a hoch n dividiert durch natürlicher Logarithmus von x. Und das ist ja gleich n ln a dividiert durch ln x. Das soll sein gleich 2n. Gut. Zum Glück kürzt sich das, wie man sieht, das n kürzt sich raus. Und daraus folgt also ln a durch ln x ist gleich 2. Daraus folgt ln a gleich 2 ln x gleich ln x Quadrat und daraus folgt a ist gleich x Quadrat und daraus folgt x ist gleich die Wurzel aus a. Gut, das ist der erste Teil der Aufgabe. Zweiter Teil. Skizzieren Sie, hier ist die Skizze einer Funktion, die ist im Intervall 1, 2 definiert und ich soll eine andere Funktion skizzieren und zwar 2 mal f von 2x. Gut, jetzt muss ich mich an zwei verschiedene Sachen erinnern, nämlich das kann quasi zwei Schritte machen. Ich mache mal einen Zwischenschritt. Nämlich diesen Faktor 2 anzubringen, das bedeutet einfach, ich muss
die Funktion um einen Faktor 2 nach oben strecken. Das wäre also, wenn da nur stehen würde, g von x ist gleich 2 mal f von x. Jetzt steht aber noch das f von 2x da. Und da kann man sich daran erinnern, dass f von 2x, das bedeutet eine Stauchung um den Faktor 2. Das heißt also, es geht jetzt nochmal in diese Richtung und dann in diese Richtung. Das heißt, die Funktion, die rauskommt, ist diese hier. Und die ursprüngliche Hilfsfunktion mache ich wieder weg, damit ich keinen Punktabzug bekomme. Also das ist dann das Ergebnis. Einfach so ein bisschen Wiederholung von, wie man mit solchen Funktionen grafisch umgeht. Und die dritte Teilaufgabe ist Polynomdivision, eventuell mit Rest. Okay, ich soll als erstes berechnen x hoch 4 minus x² plus 1 dividiert durch x plus 1. Na gut, das mache ich mal. Das ist natürlich erstmal x hoch 3. Multipliziere ich x plus 1 mit dem Faktor x hoch 3, das gibt x hoch 4 plus x hoch 3. Jetzt muss ich das von dem ersten subtrahieren, dann bleibt stehen minus plus x hoch 3 minus x Quadrat. Falsch, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Konzentration, Konzentration. Am besten nicht zu viele Schritte auf einmal machen. Das untere muss ich ja von dem oberen abziehen. Bleibt stehen minus x hoch 3 minus x Quadrat plus 1. Gut. Wie oft geht das rein? Minus x Quadrat dividiert durch x. Minus x hoch 3 steht ja hier. Minus x hoch 3 dividiert durch x ist gleich minus x Quadrat. Okay, schreibe ich das nämlich mal minus x Quadrat mal x plus 1. Es gibt minus x hoch 3 minus x Quadrat subtrahiert. Bleibt nur die 1 da stehen. Okay, und das ist also der Rest. Rest 1. Okay, oder man könnte auch schreiben gleich x hoch 3 minus x Quadrat plus 1 dividiert durch x plus 1. Das war die erste Polynomdivision für 3 Punkte von diesen 6 Punkten. Die zweite Polynomdivision ist ein bisschen kniffliger, weil da noch eine abstraktere Laufvariable drin steht. X hoch 3 minus ax² minus x plus a soll ich durch x minus a dividieren. Okay, aber die Logik funktioniert genau gleich wie vorher auch. Wie oft passt das x in das x hoch 3 rein? Das ist natürlich x² mal. Also nehme ich x² mal x minus a. Das gibt x hoch 3 minus ax². Na, das ist schön, denn da fällt schön viel weg. Und was bleibt stehen? Es bleibt stehen minus x plus a. Und wie oft geht das minus x, wenn ich das dividiere, dann sehe ich direkt, okay, das ist das obere mal im Faktor minus 1. Also ist die Polynomdivision ohne Rest x² minus 1. Geht sofort auf und ich habe 3 Punkte innerhalb von 30 Sekunden bekommen. Das war die zweite Teilaufgabe der Klausur.